Sie wollten der verrückten Rakete noch Geld geben? Was geht Sie das an? Meine Vermögensverhältnisse sind auch zerrüttet. Zuerst habe ich volle 3 Monate im Krankenhaus gelegen, um das Terrain zu sondieren, nachdem ich mir die Qualitäten zu einem so ausgedehnten Aufenthalt auch erst mühsam zusammenhausiert hatte. Jetzt spiele ich hier bei Ihnen, Herr Doktor, den Kammerdiener, damit keine fremde Bedienung ins Haus kommt. Und schließlich gedenke ich, aus ihr die graziöseste Luftgymnastikerin der Jetztzeit zu machen und setze deshalb gerne mein Leben aufs Spiel. Wo hat je ein Bräutigam mehr für seine Braut getan? Fräulein von Geschwitz hat Ihnen doch jeden Pfennig, den Sie ausgegeben haben, zurückerstattet. Soviel ich weiß, beziehen Sie außerdem noch ein monatliches Salär von 500 Mark von ihr. Es fällt mir manchmal ziemlich schwer, an Ihre Liebe zu der unglücklichen Mörderin zu glauben. Dagegen bin ich fest davon überzeugt, dass Sie, wenn Ihnen das heroische Unternehmen der Gräfin Geschwitz nicht zugute gekommen wäre, heute ohne einen Pfennig irgendwo betrunken im Rinnstein lägen. Und was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie das Käseblatt, das Ihr Vater redigierte, nicht um 2 Millionen veräußert hätten? Was arbeiten Sie denn? Sie haben eine Schaudeoper geschrieben, in der die Waden meiner Braut die Hauptfiguren sind und die kein Hoftheater zur Aufführung bringt. Sie Nachtjacke, Sie Schnodderlumpen! Wer ist das? Das ist meine Braut. Seit einem vollen Jahr habe ich sie nicht gesehen. Die können doch noch nicht zurück sein! Zum Henker! So schließen Sie doch auf! Verstecken Sie sich! Mit wem habe ich Sie? Was wünschen Sie? Wo kommen Sie her? Aus der Korrektionsanstalt, aus der ich heute früh ausgebrochen bin. Was wollen Sie von mir? Bitte helfen Sie mir. Ich habe einen Plan, um die Frau zu befreien. Von wem sprechen Sie denn? Was ist das für ein Plan? Und was wollen Sie von mir? Die Frau hat Ihnen unmöglich so klein gesagt, dass ich Ihnen das sagen muss. Dass Sie vor dem Untersuchungsrichter zu Protokoll haben, hat Ihr mir genützt alles alles, was der Verteidiger sagte. Sie waren Ihr bester Entlastungszeuge. Aber man glaubte mir nicht, ich wurde nicht verleidigt. Wünschen der Herr Baron den Kaffee im Klavierzimmer oder auf der Veranda serviert? Da kommt der Mensch her aus derselben Tür. Er sprang aus genommen. Er ist zuverlässig. Ich nur Sie haben uns gefehlt. Wenn Sie mir noch einmal unter die Augen kommen, dann sage ich Ihnen den Krebs frei zusammen. Seien Sie doch ruhig. Ich nur wissen Sie denn nicht, dass die Frau seit 3 Wochen tot ist? Das ist nicht wahr! Was wissen Sie? Bitte lesen Sie da, den Mörder in des Doktor Schönender Kammer. Was will sie denn sonst? Sie liegt seit 3 Wochen auf dem Friedhof. Gleich links um die Ecke neben dem Misthaufen. Das war, dass sie tot ist.
Gott sei Dank, ja. Luftgymnastikerin der Jetztzeit.